Magic the Gathering. Schon die Nennung des Spiels lässt das Herz von Trading Card Nerds höher schlagen. Seit 1993 entführt das Spiel mit den Sammelkarten die Fans in eine geheimnisvolle Welt voll blutrünstiger Monster, glorreicher Helden und erbitterter Kämpfe. Jetzt hat das Franchise den Sprung vom Spieltisch in die neunte Kunst geschafft und trumpft mit dem ersten Band auf. Alles startet im Zentrum des komplexen Magic-Multiversums der Hauptstadt Ravnica. Dort sind die Hauptsitze unterschiedlichster Gilden zu Hause. Eines Tages werden eine Reihe lebensgefährlicher Attentate auf einige der Gildenanführer verübt. Um die Hintergründe des feigen Angriffs auf ihr Leben zu erfahren, machen sich Ral Zarek, Varaska und Kaya auf die Suche nach den Hintermännern der Anschläge. Wenn zu einem etablierten Kosmos wie Magic the Gathering eine Comicreihe entstehen soll, steht das Kreativteam immer vor einer besonderen Herausforderung. Für die Geschichten sollen sich sowohl langjährige Anhänger als auch neue Leser begeistern können. Niemand darf auf der Strecke bleiben. Diese Hürde nimmt Autor Jack McKay mit Leichtigkeit. Wer schon länger am Ball ist, bekommt viele ihm bekannte Figuren und Schauplätze präsentiert, eingebettet in eine spannende Handlung. Sollte man sich vorher noch nie mit diesem Universum beschäftigt haben, ist die Einstiegshürde niedrig genug, um der Story problemlos folgen zu können und dabei die Protagonisten näher kennenzulernen. In Kombination mit Iguaras dynamischen und detaillierten Zeichnungen sowie Ariana Consonis knalligen Farben entsteht so ein toller Fantasy-Titel. Der erfindet das Rad keinesfalls neu, kann Freunde des Genres aber garantiert sehr gut unterhalten.